Und ich sage herzlich willkommen zur letzten Logoversity im Dezember 2021. Und ich freue mich, dass wir heute die Lisa, die Valerie, die Alena und den Peter da haben. Das sind vier Aktivistinnen und also vier Aktivistinnen, vier Aktivisten, ja, von Fridays for Future und for Students for Future. Ich bin echt gespannt auf diese Stunde. Und die vier freuen sich schon total, dass sie uns heute in dieser Stunde ganz viele Informationen geben werden. Und deswegen würde ich sagen, startet rein in eure Stunde, have fun. Und wir sind echt schon sehr wissbegierig. Und danke, dass ihr so voll schnell zugesagt habt. Das muss ich auch sagen. Danke und dass ihr da bereit seid, heute mit uns diese Stunde zu machen. So, ich Sehr teile mit dir zur gerne. Info schnell meinen Bildschirm. Dann kannst du Perfekt. beginnen, Peter. Entschuldigung. Alles gut. So. Warten, dass die Bildschirmpräsentation läuft und dann starten wir durch. Auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön an dich, Dagmar, aber auch an Logo natürlich. Wir haben uns irrsinnig gefreut, wie wir die Einladung erhalten haben. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir sind AktivistInnen von Fridays for Future und Students for Future. Mein Name ist Peter. Flottkann. Ich bin die Lisa, Alina ist noch sonst nicht gibt es die vorbereitet Bücher. drauf. Sorry. Alles gut. Magst du Und kurz ich den bin Namen die sagen? Valerie. Ach so, sorry, ich bin die Alena. Und ich bin die Valerie. Genau. Lisa, hast du gerade mal schon geschalten? Aber passt. Wir reden heute über drei eigentlich sehr große Themen, aber über zwei davon sehr kurz und über eines dann ganz speziell. Wir kreisen am Anfang kurz den Klimawandel und den Klimaschutz an, schauen uns an, was das eigentlich ist und was da passiert. Und danach gehen wir in das große Thema Klimagerechtigkeit rein und besprechen auch, was euch das angeht. Aber fangen wir mal an mit dem Thema Klimawandel. Der Klimawandel ist grundsätzlich in den meisten Köpfen irgendwie schon präsent. 2018 hat es dann den Versuch gegeben, den Klimawandel an sich grafisch darzustellen. Und was ihr da jetzt seht, sind die sogenannten Warming Stripes. Dabei geht es darum, dass man mit blauer Farbe, umso dunkler, umso kälter, kalte Jahre anzeigt und mit der roten Farbe, umso dunkler, umso wärmer, die warmen Jahre anzeigt. Und somit über das Jahresmittel, also jeder Streifen ist ein Jahresmittel, verdeutlicht, wie sehr sich die Erde oder das Klima der Erde in den letzten Jahren erwärmt hat. Die Jahresübersicht geht da von 1850 bis eben 2020. Die Daten für 2021 sind natürlich noch nicht da, weil das Jahresmittel ist. 2021 läuft genau. Die Grafik ist recht renommiert worden, weil Klimawandel an sich sehr schwierig darzustellen ist. Ich möchte es aber trotzdem versuchen, zumindest darauf einzugehen, woher denn die großen Probleme kommen und auch, wie sie sich für uns tatsächlich im realen Leben auswirken. Lisa, magst du weiterschalten? Genau. Der große Teil, den wir als CO2-Ausstoß generieren, als Menschheit im Allgemeinen, basiert darauf, dass wir einen extremen Konsumwahn erleben und die industrialisierten Staaten eben in dieser Industrie sehr, sehr viel an fossilen Brennstoffen verbrennen. Was heißt das? Grundsätzlich geht es darum, dass eben Öl, Erdgas oder Kohle verbrannt wird und dabei CO2 in die Luft freigesetzt wird. Das dient hauptsächlich dazu, dass im Prinzip die reichen 10% der Menschheit
einen Wohlstand erleben können, während die restlichen 90% trotzdem immer noch in einer gewissen Armut leben und eben von diesem Wohlstand sehr wenig mitbekommen. Gleichzeitig leiden wir aber alle drunter. Das beste Beispiel ist auf dem nächsten Bild zu sehen. Das erkennen wir in Europa auch inzwischen immer häufiger, dass eben Wälder brennen. Gleichzeitig hat, glaube ich, dieses Jahr jeder mitbekommen, dass es eben in Deutschland zum Beispiel die Fluten gegeben hat. Das sind ja Extremwetterereignisse, die grundsätzlich eigentlich nicht direkt mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden sollten. Allerdings zeigen Studien in sehr aufwendigen Verfahren, dass eben diese Extremwetterereignisse aufgrund des menschengemachten CO2-Ausstoßes in den letzten Jahren häufiger und auch katastrophaler worden sind. Also es hätte wahrscheinlich trotzdem stattgefunden, gewisse Sachen davon, Waldbrände und Fluten, aber halt eben nicht in dem Ausmaß, den sie erreicht haben. Jetzt gibt es im Klimaschutz drei verschiedene Bereiche, die forciert werden oder die man betrachten kann. Dabei geht es um einerseits das Vermindern von Ausstoß oder den Verbot von Ausstoß von CO2. Die Verlagerung, da geht es vor allem darum, dass eben Energie nicht aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, sondern aus erneuerbaren Energien. Und das Verbessern, da geht es darum, dass energieaufwendige Prozesse, egal in welchem Bereich, effizienter gemacht werden. Schönes Beispiel aus dem Alltag da beim Verbessern, der Umstieg von Einzelverkehr auf öffentlichen Personennahverkehr, weil dort eben mehr Personen mit den gleichen Ausstoßen gemacht werden. Geht schon weiter. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass es sehr schwierig ist, zumindest politisch in eine gewisse Richtung zu gehen. Den ersten Schritt hat eigentlich durchaus weltweit gegeben, dass eben Solarkraftwerke, wie wir da jetzt eines sehen, gefördert wurden, sowohl in Europa als auch in anderen Ländern. Und damit zumindest der erste Schritt für die Energiewende, also von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energieressourcen, getan wird. Das Gleiche kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir ins Burgenland fahren, mit den Windkraftwerken oder wofür Österreich ja inzwischen echt bekannt ist, die Anzahl an Wasserkraftwerken, die wir in Österreich haben, womit wir eben Strom für unsere Industrie, unseren Zugverkehr, unsere Haushalte eben generieren. Etwas, was jeder machen kann, ist auf dem nächsten Bild, genau, Radfahren. Grundsätzlich sieht man da ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist, Radfahren ist cool, aber im Winter ist es echt eine Herausforderung. Das heißt, einerseits ist es natürlich eine persönliche Entscheidung, fahre jetzt heute mit dem Radl oder nicht, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine politische Entscheidung, ob wir die Fahrradwege ausbauen, ob wir die Fahrradwege so gestalten bzw. auch pflegen, dass sie beispielsweise auch im Winter nutzbar sind und dass es halt einfach sicher ist, für Personen alternativen Verkehr zu nutzen. Alternativ in der Hinsicht, dass eben nicht das Auto genutzt wird. Etwas, wo vermutlich auch ihr mehr Einblick drinnen habt, ist die Aufklärung und die Bildung im Bereich des Klimas. Die Students haben jedes Semester eine Woche, die unter dem Motto läuft, Wandel fängt mit Bildung an. Und das ist eben insofern wichtig, weil sowohl bei den Kleinsten in unserer Gesellschaft, aber auch bei den Erwachsenen, so wie es wir heute machen, wichtig ist, dass eben Bildung im Bereich Klima, Klimaschutz, Klimawandel betrieben wird, damit die Menschen verstehen, warum sollten wir gewisse Sachen nicht mehr tun, warum sollten wir Verhaltensweisen ändern
Und warum sollten wir auch schauen, dass unsere Politik ebenfalls in unserem Sinne handelt und für unsere Kinder handelt? Ein ganz praktisches Beispiel sieht man inzwischen in sehr vielen Städten. Das ist ein Foto von Urban Gardening, sprich das Anlegen von Gemeinschaftsgärten, die, wenn irgendwie möglich, sogar zusätzlich noch irgendwie einen Nutzen haben. Sprich, dort wachsen zum Beispiel Erdbeeren, die sie vorbeigehende Menschen pflücken können. Dort wachsen andere Nutzpflanzen, wie auch immer. Muss aber nicht sein. Hauptsache, es wird ein bisschen grüner und gleichzeitig, was dabei natürlich einmal spannender Faktor ist, ist einfach diese soziale Ader, dass man eben gemeinsam was macht und damit auch ein gemeinsames Zeichen setzt für mehr Klimaschutz. Damit waren wir mit diesen beiden Themen fertig und jetzt darf ich an der Lena übergeben, die uns kurz erklärt, wer wir eigentlich sind. Ja, danke, Peter. Ja, ich bin die Alena. Ich bin von Fridays Future. Ich bin 17 und ich bin auch noch Schülerin. Und ich bin jetzt seit über 2 Jahren bei Fridays for Future aktiv. Und ja, vielleicht kurz, was ist Fridays for Future? Ich glaube, jeder kennt den Begriff Fridays for Future, aber weiß vielleicht nicht genau, was machen wir eigentlich, wer sind wir genau. Wir sind eine Klimagerechtigkeitsbewegung, die von der Jugend ausgeht, aber es ist wirklich jede und jeder herzlich willkommen bei uns. Und ich würde sagen, wir sind so vor allem Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren, sowohl Schülerinnen als auch Studentinnen. Es gibt auch Students for Future, mit denen wir eben sehr eng zusammenarbeiten. Und zu uns kann eigentlich wirklich jeder dazukommen. Jeder, die Interesse hat, sich irgendwie zu engagieren, irgendwie Lust hat, was zu verändern. Und vor allem das Wichtige ist, man muss nichts können. Also man muss nicht, sich gut mit Social Media auskennen, um bei uns aktiv werden zu können. Sondern man kann einfach aktiv werden, wenn man Motivation hat und alles quasi bei uns lernen. Und das finde ich total schön. Man bildet sich auch so ein bisschen weiter. Zum Beispiel, ich habe jetzt durch Fridays Future begonnen, Grafikdesign zu machen mit Social Media und Flyer und habe dabei voll viel gelernt, was richtig, richtig schön ist. Voll, genau. Und kurz so zu meinen Beweggründen. Also ich bin zu Fridays for Future gekommen, einfach mich hat es immer total frustriert, so was auf so weit eigentlich alles abgeht. Und irgendwie durch diesen Aktivismus habe ich halt so das Gefühl, ein bisschen was zu verändern. Und vor allem, man hat dann zwischendurch so manchmal auch nur sehr kleine Erfolgserlebnisse, die total schön sind. Allein, dass wir eingeladen werden, zum Beispiel zu einem Vortrag wie hier oder mit Politikern reden können. Oder lauter solche Dinge sind kleine, voll schöne Erfolgserlebnisse. Und ja, wir haben bei Fridays for Future verschiedene Allianzen. Ich habe jetzt schon gesagt, es gibt die Students for Future, es gibt aber auch Teacher for Future oder Parents for Future oder Scientists for Future. Das sind alles Gruppen, die versuchen, uns zu unterstützen und auch in ihren Job oder in dem, was sie können, dieses Klimathema ein bisschen einzubringen und auch Aufklärungsarbeit zu machen. Und wir sind bei Fridays for Future total gut vernetzt. Also es gibt Regionalgruppen wie unsere in Graz, wo wir verschiedenste Arbeitsgruppen haben. Also wir machen nicht nur Streikplanung. Wir planen eben verschiedenste Aktionen, wie zum Beispiel haben wir in einer Woche ungefähr am 12.12. ein Licht am März unter dieser Klimaabkommen, das könnt ihr euch gleich merken, um 17 Uhr am Freiheitsplatz. Wir machen aber auch ganz viel Social-Media-Aufklärungsarbeit über verschiedenste Themen oder wir haben einen Podcast seit jetzt ziemlich genau einem Jahr. Genau. Und auch national haben wir verschiedenste AGs, also Arbeitsgruppen, zum Beispiel auch eine Presse-AG. Und was ich auch total schön finde, wir sind international auch total gut vernetzt. Das heißt, man hat plötzlich Kontakte und kennt jemanden aus Schweden oder aus Brasilien oder aus China, Philippinen. Und das ist total wahnsinnig, was man da für richtig coole Kontakte knüpft, was total schön ist. Das heißt, es ist
nicht nur Arbeit, sondern es hat wirklich so voll den schönen sozialen Aspekt bei Fridays. Und genau, uns ist es aber total wichtig, dass unsere Aktionen gewaltfrei sind. Also es sind so unsere Grundsätze, wir sind gewaltfrei und wir sind überparteilich, was uns total wichtig ist. Und vor allem ist es uns auch wichtig, dass es wirklich einen respektvollen Umgang in der Gruppe miteinander gibt. Das heißt, dass wir alle respektieren, dass wir nicht irgendwie böse werden oder beleidigend werden, sondern wirklich immer versuchen, nett und freundlich miteinander umzugehen, was total wichtig ist in so einer Bewegung, weil wir doch ganz viele verschiedene Persönlichkeiten sind. Und genau, und wir fordern in erster Linie die Einhaltung quasi des 1,5-Grad-Ziels vom Pariser Klimaabkommen, dass da ausreichend Maßnahmen gesetzt werden, sowie den Stopp fossiler Großprojekte oder jetzt auch konkret fordern wir eine Ausbesserung der ökosozialen Steuerreform, sowie wir fordern auch Klimagerechtigkeit. Und zum Thema Klimagerechtigkeit werde ich jetzt an die Waldi übergeben. Genau. Kannst du auf die nächste Folie umschalten? Genau, also ich bin die Valerie, bin schon seit 2,5 Jahren bei Fridays dabei, mache eben unter anderem Social Media Arbeit und ganz viel Vernetzung. Aber jetzt einmal grundsätzlich zu dem großen Thema Klimagerechtigkeit. Was ist das? Also die Klimagerechtigkeit schaut das Problem Klimakrise von einer ethischen und politischen Perspektive an. Einfach auch deswegen, weil natürlich, um die Klimakrise zu lösen, politische Forderungen gestellt werden, politische Maßnahmen gesetzt werden und es dann auch darum geht zu schauen, wie wirkt sich das aus, wie wirkt sich das auf die Menschen aus, wie wirkt sich das auf die Umwelt aus, welche ethischen und irgendwie anderen sozialen Konsequenzen haben verschiedene Maßnahmen, die man eben setzt. Genau, es ist eben ein ganz anderer Zugang wie jetzt rein der Klimaschutz, wo es wirklich darum geht, wie senkt man die Treibhausgase. Dann das nächste große Ding, was die Klimagerechtigkeit auszeichnet, ist das Verursacherprinzip. Sie ist also so ein bisschen wie in einem Gerichtsfall, wo man ja auch eruiert, wer hat jetzt irgendwie das verbrochen, weil der muss dann irgendwie eine Strafe zahlen oder absitzen. Das ist bei der Klimagerechtigkeit eben so ganz zentral, dieses Verursacherprinzip, dass man sich eben anschaut, wer hat mit den Konsequenzen zu kämpfen von der Klimakrise, aber dann eben auch schaut, wer verursacht die Klimakrise eigentlich? Weil, wie Peter schon gesagt hat, ist es ja nicht so, dass alle Menschen oder alle Länder weltweit gleich viel Treibhausgase ausstoßen und daher quasi gleich viel schuld wären an dem Ganzen. Womit wir zum nächsten kommen, zur historischen Dimension. Wenn man sich anschaut, derzeit gibt es Länder, die einfach sehr viel ausstoßen an Treibhausgasen. Da wäre zum Beispiel die USA oder die EU als Gesamtes oder auch China. Aber da muss man sich ja fragen, für wen stößt China eigentlich Treibhausgase aus? Weil es ist ja nicht so, dass alle Treibhausgase, die in China ausgestoßen werden, quasi für China ausgestoßen werden. Weil die Produkte, die dort hergestellt werden, ja nicht nur in den chinesischen Markt kommen, sondern auch in den europäischen. Also man könnte auch sagen, gerade wenn man sich China und allgemein den südostasiatischen Raum anschaut, dass quasi Europa und andere reiche Regionen weltweit ihre Emissionen quasi auslagern, weil alles, was in China produziert wird,
könnten ja auch wir produzieren und dann wären das unsere Treibhausgase. Also es sind ja eigentlich eh unsere Treibhausgase, aber wir sind halt so unfair und sagen so, hey China, du produzierst es für uns, aber mit den Umweltauswirkungen musst du dann selber zurechtkommen und das interessiert uns nicht. Das ist, wenn man das jetzt einmal rein in der Gegenwart betrachtet. Wenn man es aber historisch betrachtet, die industrielle Revolution hat ja so im Ende 18. und dann im 19. Jahrhundert stärker so wirklich ihren Anfang genommen. Seither stoßen wir auch sehr viel Treibhausgase aus. Und da ist es voll interessant, wenn man jetzt das aufrechnet für die einzelnen Länder, dann sieht man ganz klar, dass zum Beispiel China, worüber ich vorher ja schon geredet habe, was derzeit sehr viel Treibhausgase ausstößt, im historischen Vergleich sehr wenig Treibhausgase bisher ausgestoßen hat, weil China eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten angefangen hat, wirklich Treibhausgase auszustoßen, während andere Länder wie die USA oder das Vereinigte Königreich schon seit Jahrhunderten extrem viel Treibhausgase ausstoßen. Und das daher nicht nur aus quasi der jetzigen Perspektive fragwürdig ist, wer wie viel ausstößt, sondern eben auch historisch gesehen manche Länder schon viel mehr sich zu Schulden kommen lassen haben als andere Länder. Nächste Folie. Genau, was leitet sich daraus ab? Also der Klimawandel ist ein schweres moralisches Unrecht. Warum ist er ein schweres moralisches Unrecht? Einerseits steigen durch den Klimawandel gewisse Risiken. Also das Risiko, dass mit dem eigenen Leben irgendwas passiert. Es ist viel mehr gefährdet durch Hitzewellen, durch andere Formen von Extremwetterereignissen, ist einfach unser Leben, ist unsere Gesundheit viel mehr gefährdet, weil einfach durch den Klimawandel das Risiko, dass diese Extremwetterereignisse zunehmen, viel mehr steigt. Aber auch das Eigentum von Menschen ist viel mehr in Gefahr, wie wir es zum Beispiel auch in Deutschland gesehen haben. Also das ist ja nicht nur, oh, das Wasser kommt und geht, sondern das war, die Flut hat ja auch ganz viel Eigentum zerstört, hat Häuser zerstört, hat eigentlich Lebensgrundlagen zerstört. Und das muss jetzt wieder sehr aufwendig und umständlich mit viel Aufwand wieder aufgebaut werden. Aber es geht nicht nur so um das Persönliche, sondern es geht auch um das Gesamtgesellschaftliche. Also ich habe da ja Land hingeschrieben, das ist wirklich so das Land als solches. Also wenn man zum Beispiel, das ist in Österreich nicht so ein Problem, aber wenn wir an den Klimawandel denken, der dazu führt, dass der Meeresspiegel immer mehr ansteigt, wenn der Meeresspiegel immer mehr ansteigt, dann sind Länder, die ein sehr flaches Terrain haben, sehr stark davon bedroht, einfach dadurch, dass das Meer dieses Land überschwemmen wird. Das ist in Europa zum Beispiel ganz stark in Deutschland der Fall, in den Niederlanden der Fall. Es ist weltweit, aber auch zum Beispiel in Bangladesch der Fall, also irgendwie 2/3 von Bangladesch sind so niedrig, dass es eigentlich verschwinden wird, wenn es so weitergeht, weil das Meer eben so weit ansteigt, dass es das Land überflutet, wodurch sich unglaubliche Probleme ergeben, weil auf diesem Land wohnen voll viele Menschen, leben voll viele Menschen, die müssen dann irgendwo anders hin, aber auf diesem anderen Land leben ja auch schon wieder Menschen, wodurch wir einfach ein unglaubliches Migrationsgeschehen haben und dadurch dann sehr viele andere Probleme sich verschärfen oder entstehen. Und es bedroht eben auch das Staatsgebiet als solches, weil Staaten haben
je nachdem, wo sie sind, in ihrem Staatsgebiet ja auch wirtschaftlich gesehen unterschiedliche Möglichkeiten wie Landwirtschaft oder Bergbau oder Fischerei. Wenn jetzt das Staatsgebiet als solches aber verschwindet, eben durch den Meeresspiegel, dadurch, dass der steigt, oder weil es, wenn man jetzt nicht von Ländern und Staaten ausgehen, die am Meer liegen, sondern Länder wie Österreich, dann ist es auch ein Thema, dass zum Beispiel immer mehr Hitzeperioden, dass es immer mehr Hitzeperioden gibt und dass dadurch auch natürlich die Wirtschaft bedroht ist, weil Hitzewellen sich zum Beispiel voll stark auf die Landwirtschaft auswirken, und eben andere Themen. Also man merkt, der Klimawandel bedroht sehr viele, sehr konkrete Dinge, sehr stark. Jetzt gibt es, also das ist mal die Bedrohung, und dann gibt es auf der anderen Seite die Menschenrechte als Schutz, weil die Menschenrechte sind ja verfasst worden, um eben menschliches Leben und menschliches Zusammenleben zu schützen. Jetzt ist es so, 2021, wir befinden uns im Jahr 2021, sind die Risiken, die vom Klimawandel ausgehen, vorhersehbar. Das sind sie schon länger, also eigentlich weiß man schon seit Jahrzehnten, dass es den Klimawandel gibt und dass damit große Risiken einhergehen. Aber dadurch, dass wir immer mehr Daten haben und immer mehr Daten erheben können, wird die Vorhersage der Risiken immer genauer. Das heißt, mittlerweile im Jahr 2021 können wir wirklich nicht mehr uns rausreden, ja, es wird vielleicht schlimm, aber das ist eh alles so ungenau und unscharf und so, da ist so viel quasi Ungewissheit drinnen. Auf das können wir uns nicht mehr rausreden. Wir wissen, wie hoch die Risiken sind durch den Klimawandel. Wir können das alles sehr gut vorhersehen. Das andere Ding ist, zur jetzigen Zeit sind die Folgen oder die Auswirkungen vom Klimawandel zum Großteil noch vermeidbar. In ein paar Jahrzehnten wird das nicht mehr der Fall sein. Daher ist dem Klimawandel eine Menschenrechtsverletzung, nämlich einerseits jetzt aktiv, aber auch deswegen, weil es eine Menschenrechtsverletzung ist, wenn wir quasi, obwohl wir uns der Gefahr bewusst sind und wissen, wie groß sie ist und sie vermeiden könnten, nichts dagegen machen. Genau. Dann ist natürlich noch die Frage von den Ursachen. Also wir haben schon gesehen, der Peter hat geredet über die Ursachen im naturwissenschaftlichen Sinn, über den Treibhausgasanstieg und welche Auswirkungen der hat. Bei der Klimagerechtigkeit fragt man sich aber, fragt man sich auch nach den Ursachen, aber schaut das Ganze eben ethisch und politisch an, weswegen man quasi andere Dinge anschaut. Aus Sicht der Klimagerechtigkeit ist der Klimawandel ein Produkt sozialer Ungerechtigkeit. Weil, wie Peter schon gesagt hat, ist es so, dass 10% der weltweiten Bevölkerung quasi auf Kosten der anderen 90% leben. Und zum Beispiel so ein Lebensstil, wie wir ihn führen, gar nicht für alle möglich wäre. Nicht unter diesen Voraussetzungen mit diesen Treibhausgasemissionen. Er ist also ein Produkt sozialer Ungerechtigkeit. Auch wenn man sich eben anschaut, dass wie wir leben, ganz stark erst durch soziale Ungerechtigkeit möglich ist. Und das nächste Thema ist ewiges Wirtschaftswachstum. Es ist so, die Erde ist halt einmal ein begrenztes System. Wir haben nur begrenzte Ressourcen. Ja, wir haben auch nachwachsende Ressourcen, aber da braucht es Zeiträume, die groß genug sind, dass sie wieder nachwachsen können. Und ein Wirtschaftssystem, was auf ewiges Wachstum aufgerichtet ist, ist grundsätzlich nicht mit Klimagerechtigkeit vereinbar daher. Nächste Folie, bitte. Genau. Zum Schluss von meiner Seite der Fokus. Also
wenn man die Klimagerechtigkeit sich anschaut, wen stellt die in den Fokus? In Fridays for Future hat sich vor so ungefähr einem Jahr eine Gruppe gebildet, die MAPA heißt. MAPA steht für Most Affected People and Areas, also die Menschen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind und die am meisten betroffenen Gebiete. Was heißt das jetzt? Ihr seid sicher mit dem Begriff globaler Süden vertraut. Das Problem am globalen Süden ist, dass er nur global gedacht wird und nur innerhalb von Ländergrenzen. Der Vorteil vom Begriff MAPA ist, dass er einerseits global gedacht wird. Also zum Beispiel, Alena hat ja schon aufgezählt, Länder wie die Philippinen oder Nigeria oder Brasilien zählen zu MAPA, weil sie sind die Länder, die global gesehen am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Aber nicht nur das, sondern also da zählen nicht nur Länder rein, die aus naturwissenschaftlicher Sicht gesehen am meisten vom Klimawandel betroffen sind, sondern da zählen auch Länder rein, die zum Beispiel autoritäre Systeme haben oder andere gesellschaftliche Verhältnisse, die es den einzelnen Menschen sehr schwer machen, mit den Konsequenzen vom Klimawandel zurechtzukommen. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wenn in Österreich irgendeine Umweltkatastrophe passiert, dann haben wir das Bundesheer, wir haben den Katastrophenschutz, der aktiviert wird, der eingesetzt wird, dass man mit den Konsequenzen vom Klima, von dieser Katastrophe zurechtkommt. Also, dass man irgendwie etwas, dass man aufräumt, dass man die Menschen versorgt in der ersten Zeit, wenn jetzt wirklich Not am Mann, an der Frau ist. Andere Länder wie die Philippinen haben das nicht. Also ich kenne zum Beispiel Leute aus den Philippinen und dort ist es wirklich so, wenn da ein Taifun das Land zerstört, dann ist es dem Staatschef dort egal. Dann müssen wirklich die Leute selber schauen, wie sie zurechtkommen. Und das ist natürlich viel schwerer, weil wir als Einzelpersonen können nicht so leicht mit irgendwie den Auswirkungen von einem Wirbelsturm zurechtkommen, wie wenn es eben dementsprechende Strukturen gibt, auf die man zurückgreifen kann, die das dann abfedern und abmildern und sich dem Ganzen annehmen. Jetzt habe ich eben schon einiges darüber gesagt, dass es MAPA global gibt. Es gibt aber auch regional, und damit meine Zwischenländern. Also manche Länder, auch innerhalb Europa, sind weniger betroffen oder eben tun sich leichter damit, mit den Konsequenzen zurechtzukommen. Aber auch innerhalb von einem Land gibt es MAPA, weil, und das kennt sie ja doch eh auch aus der sozialen Arbeit, nicht jeder ist innerhalb von Österreich, innerhalb von der Steiermark, innerhalb von Graz gleich gut aufgestellt sozial. Also jemand mit sehr wenig Einkommen wird sich schwerer tun, mit den Konsequenzen vom Klimawandel zurechtzukommen, als jemand, der reicher ist, weil man in einer kleineren Wohnung wohnt, die sich mehr aufheizt im Sommer und man kann sich keine Klimaanlage leisten, solche Dinge. Also man sieht, das Ganze ist nicht nur ein globales Thema, sondern auch ein regionales Thema und ein lokales Thema. Und allgemein ist zu sagen, wer ist am stärksten von der Klimakrise betroffen? Das sind im Allgemeinen Frauen, das sind BIPOC, also das steht für indigene Menschen und allgemein nicht weiße Menschen, oder genau. Und es sind auch jüngere Menschen, weil wir quasi noch länger leben und dadurch quasi noch mehr vom Klimawandel mitkriegen, rein zeitlich gesehen. Es sind ältere Menschen, weil ältere Menschen sie zum Beispiel bei Hitzewellen viel schwerer tun. Das ist für einen alten Menschen körperlich viel anstrengender wie für einen erwachsenen Menschen mit 30 oder so. Und es sind arme Menschen, weil denen einfach die Mittel fehlen, sich irgendwie besser anzupassen. Genau.
Und was das Thema jetzt konkret quasi mit euch zu tun hat, darüber wird Lisa jetzt noch genauer reden. Super, danke, Vali. Genau. Ich werde jetzt auf die soziale Arbeit ein bisschen eingehen, werde mich aber zuerst vorstellen. Also ich bin die Lisa, bin 24 Jahre alt, bin bei Students for Future aktiv, bin da eigentlich für Social Media tätig gewesen immer und jetzt in der Vernetzung tätig. Genau. Und ja, ich habe mich mit dem Thema soziale Arbeit und Klimakrise auseinandergesetzt, weil es einerseits, erstens bin ich Aktivistin in diesem Bereich und zweitens studiere Sozialpädagogik. Das heißt, für mich war es irgendwie klar, in meiner Masterarbeit werde ich mich, habe ich die Möglichkeit, mich eigentlich damit auseinanderzusetzen und werde das machen, weil was kann ich in meinem Beruf, ich bin dann nebenbei im Familienentlastungsdienst tätig, eigentlich machen? Kann ich was zur Klimakrise beitragen? Das waren mal meine persönlichen Gründe, mich damit auseinanderzusetzen. Warum ich aktiv geworden bin, war für mich das, ich habe individuell für mich einfach nachhaltig gehandelt, habe meine Ernährung umgestellt und so weiter. Aber irgendwann ist der Gedanke gekommen durch einige Gespräche, eigentlich ein trauriger Gedanke, cool, schön, wenn du handelst, aber ändern tut sich halt eher nicht so viel. Also verändern kannst du mehr, wenn du dich vielleicht einer sozialen Bewegung anschließt, wenn du mit Leuten redest, die sich auch dafür interessieren, wenn ihr gemeinsam Projekte plant, wenn ihr politisch aktiv werdet, genau. Das war mein Gedanke dann eigentlich und so bin ich dann in den Aktivismus gestürzt in dieser Hinsicht. Genau. Und jetzt werde ich euch ein bisschen über die soziale Arbeit eben erzählen. Ich habe dazu, weil wir uns ja bei Fridays for Future und Students for Future auf die Wissenschaft eigentlich immer beziehen, habe ich mir auch gedacht, ich nehme das ein Zitat bzw. die Definition der International Federation of Social Work über die soziale Arbeit, weil ich einfach finde, da kann man schon ganz gut Bezüge rauslesen, warum die soziale Arbeit sich eigentlich einer Thematik wie der Klimakrise annehmen muss. Ja? Ich habe hier, das ist ein ziemlich langes Zitat, ihr könnt es durchlesen, müsst es aber nicht. Ich werde jetzt nur auf die unterstrichenen Punkte eingehen. Genau. Einmal steht da drin, gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen. Ja, um die Klimakrise anzugehen, wird es gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen geben müssen. Gibt es ja schon langsam durch Fridays for Future, sage ich mal. Sozialer Zusammenhalt, den brauchen wir alle. Wir haben gehört, das ist ein weltweites Problem. Es betrifft nicht nur einzelne Länder, es betrifft uns alle. Es betrifft jeden Menschen, jedes Milieu. Die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenrechte. Wir haben gehört, Klimawandel bedroht die Menschenrechte. Klimawandel ist eine Gerechtigkeitskrise. Gerechtigkeitskrise, genau. Gemeinschaftliche Verantwortung, die haben wir alle für unseren Planeten eigentlich. Herausforderungen des Lebens, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und Wohlbefinden erreichen wir natürlich auch dadurch, wenn wir unseren Planeten, unser Lebensumfeld schützen. Ja? Das heißt, allein einmal in dieser Definition zeigt sich, dass sich die soziale Arbeit einfach annehmen muss, der Klimakrise. Ja? Also genau, das war für mich einmal so die Erleuchtung, dass einfach die Werte, das Wertebild, was Sozialarbeiter vertreten oder was diese Definition aussagt, dass das einfach mit der Klimakrise, mit der Bewältigung der Klimakrise stimmig ist. Und jetzt werde ich ein bisschen genauer auf die Methoden der sozialen Arbeit eingehen. Ihr kennt großteils sicher diese Methoden, die Gemeinwesenarbeit, die Lebensweltorientierung, Empowerment, Partizipation, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Eigentlich hängen es für mich ja alle so ein bisschen zusammen. Ja, wir beginnen aber kurz einmal mit der Gemeinwesenarbeit. Das ist eigentlich die Orientierung am Sozialraum und an der Lebenswelt der Menschen. Das heißt, es wird Bezug auf Raum und Umgebung genommen. Es wird soziale Ungleichheit, wirtschaftliche, gesellschaftliche Ungleichheit einfach beleuchtet, auch in diesem Raum. Man kann Kooperationen mit Garten-, Wohn- und Bausektor schließen, in dieser Hinsicht mit der Stadtplanung. Man kann in der Lebenswelt der Menschen eigentlich direkt was machen. Ihnen erstens mal ihre Lebenswelt aufzeigen, ihren Raum, den sie haben. Und man kann da eigentlich echt coole Projekte starten, wenn man sich vernetzt mit eben diesen Sektoren, die ich gerade vorher genannt habe. Genau. Also man kann eine richtige Fachkompetenz für andere Disziplinen liefern in diesem Bereich. Lebensweltorientierung ist jetzt auch schon gefallen. Leute machen was, wenn es ihre Lebenswelt betrifft. Das sehen wir an Corona.
Warum wird Corona so arg thematisiert, die Klimakrise nicht? Obwohl die Klimakrise echt unseren ganzen Planeten zerstören wird, hey. Aber Corona ist auch schlimm, ja. Da geht es eben darum, die Lebensweltorientierung. Wann machen Leute was, wenn sie in ihrem Leben Sinn macht? Wenn sie einen Sinn drin sehen, wenn sie sehen, hey, das bedroht meine Lebenswelt. Oder da wäre meine Lebenswelt besser dadurch. Wir müssen jetzt nicht Angst und Schrecken schnüren, indem wir sagen, okay, Leute, es wird alles runtergehen. Wenn ich das meinen Kunden erzähle, ja, demotiviere ich sie eigentlich ziemlich, ja. Sicher werde ich sie auch damit konfrontieren, aber cool wäre es ihnen zu zeigen, was können wir machen, um unsere Lebenswelt besser zu machen. Und da trägt halt ein nachhaltiger Lifestyle, sagen wir mal so, Nachhaltigkeit trägt da viel mehr dazu bei, ja. Dass man es eigentlich, dass wir ihnen zeigen, hey, es kann ja auch viel schöner sein, wenn wir auf das und das vielleicht verzichten oder das und so anders machen. Genau. Empowerment, wir müssen die Leute ermutigen einfach, ja, ermutigen, Schritte zu setzen. Das hängt für mich ganz arg mit der Partizipation zusammen, mit der Teilhabe. Partizipation ist ja eigentlich auch freiwilliges Engagement. Am Sonntag war ja auch Tag des Ehrenamts. Genau. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir einfach auch Leuten die Möglichkeit geben und Sachen aufmachen. Ja? Gerade so, dass man sich mit Carsharing-Initiativen zusammentut in der sozialen Arbeit. Dass man da sagen kann, hey, wir ermöglichen unseren Kunden das und das, wozu sie leider aufgrund gewisser Sachen nicht kommen. Also da komme ich wieder zum Punkt Vernetzung, der einfach so wichtig ist. Zur Partizipation ist mir da ganz wichtig der ökologische Handabdruck. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Ökologischer Fußabdruck sagt, glaube ich, jedem was. Das ist das individuelle Verhalten. Ich fliege nicht mehr, ich kaufe nicht mehr mit Plastiksackerl ein und so weiter. Von dem habe ich am Anfang eigentlich, wie ich über meine Beweggründe geredet habe, auch geredet, das individuelle Verhalten. Es ist voll schön und auch voll cool, wenn das viele machen. Aber es ist irgendwie schon ein bisschen langsam, wenn wir sehen, ihr habt es jetzt gehört, wie arg diese Krise ist, ja. Da müssen wir, meiner Meinung nach, also der ökologische Handabdruck ist da einfach ideal, weil dieser einfach das Engagement einer Person zeigt. Ja? Ökologischer Handabdruck zeigt, der geht auf die strukturellen und gesellschaftlichen Bedingungen ein. Das wäre zum Beispiel der Besuch einer Demo. Das war der zu einer sozialen Bewegung. Das wäre das Unterschreiben einer Petition. Das sind solche Sachen, die eigentlich jeder Mensch leisten kann, egal welches Einkommen er hat. Ja? Zeit braucht man natürlich dafür. Genau. Aber das wäre der ökologische Handabdruck. Schaut euch den gerne genauer an auch. Findet man leicht, wenn man googelt. Und dann die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir haben schon gehört von Peter, wie wichtig Bildung ist. Es ist halt echt so, Wissenschaftler sagen es uns jetzt schon seit Ewigkeiten, wie es ausschaut, aber wir müssen das unter die Menschen bringen. Und wer kann das unter die Menschen bringen, wenn nicht Menschen, die in der sozialen Arbeit arbeiten? Weil die haben eigentlich ganz viel mit Menschengruppen zu tun, die vielleicht, also ich merke es immer, wenn ich mit meinen Kunden rede und spazieren gehe mit ihnen und ihnen davon erzähle. Die sind teilweise total interessiert, man muss es nur für sie passend rüberbringen auch, ja. Und teilweise wissen es einfach nicht davon, weil es in ihrer Umgebung einfach nicht erwähnt wird oder nicht der Rede wert ist sozusagen oder es die anderen auch nicht wissen einfach, ja. Also ich sehe auch, dass die Klimakrise aber ein bisschen eine Bildungskrise ist, sehe ich persönlich halt so, ja. Und da gibt es einfach gute Sachen, wo man sich informieren kann. Zum Beispiel, ich habe es eh hier hingeschrieben, die Public Climate School ist echt cool. Wir machen viel damit auch. In unserem Aktivismus auch nutzen das sehr. Da gibt es tolle Videos, aufbereitete Materialien dazu für jegliche Altersgruppen. Ja. Man kann sich aber auch wirklich an NGOs wenden. Südwind ist da, glaube ich, super drauf. Klimabündnis. Man kann sich auch an uns wenden, Fridays for Future, Teachers for Future. Es gibt ja so viele Bewegungen schon, genau, wo man da sicher Materialien herkriegt und sich einfach Bildung für nachhaltige Entwicklung können wir weitertragen. Aber wäre auch cool, wenn Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, die auch selber erfahren irgendwie. Ja? Genau, das war es einmal zu den Methoden der sozialen Arbeit. Und dann habe ich für mich einfach so To-Dos für Professionistinnen der sozialen Arbeit, die meiner Meinung nach einfach cool wären, was ich durch meine Masterarbeit einfach auch ein bisschen herausgefunden habe. Also mal schauen, meine Masterarbeit wird noch befeedbackt. Mal schauen, was da rauskommt. Aber ich glaube, diese Sachen kann man einfach mal mitgeben. Das wäre zum einen
die Vernetzung. Ich habe sie erwähnt, Vernetzung ist einfach so ein wichtiger Punkt und wir in der sozialen Arbeit können uns einfach vernetzen mit Umweltinitiativen, ja, dass man da was zu, also wie ich schon gesagt habe, Fachkompetenz für andere Disziplinen sein. Wir sind eine Menschenrechtsprofession, ja. Wir arbeiten daran, wie Menschen ticken, ja. Das heißt, wir können auch Wertevermittlung leisten, das in Form von Beziehungsarbeit und Vorbildwirkung, ja. Das ist ganz oft, ich habe in meiner Masterarbeit eben geforscht, mit einigen auch von euch, die heute da sind, also mit den Grazer Jugendzentren und dann auch noch eine Gruppendiskussion gestartet. Und da ist es halt ganz oft genannt worden, wie wichtig diese Punkte sind, Beziehungsarbeit und Vorbildwirkung, ja. Weiters ist ganz wichtig, die entsprechende Klimakommunikation, die einfach praktisch alltagsnah sein soll, milieuabhängig. Ja, es ist halt unterschiedlich von, ich verwende es nicht gern, Milieu zu Milieu, aber da gibt es zum Beispiel die Sinus-Milieu-Studie, kann man sich auch anschauen, die das eigentlich ziemlich gut beleuchtet. Auch dann politisches Engagement ist natürlich ganz wichtig. Und seitens der sozialen Arbeit sage ich jetzt einmal auch, weil man einfach sehen soll, hey, das sind Menschenrechtsverletzungen, wir müssen da agieren. Und Fortbildungen, Weiterbildungen in jeglicher Art für Professionistinnen der sozialen Arbeit würde ich jetzt persönlich einmal empfehlen, also ich brauche es zumindest, damit ich über das Thema reden kann, damit ich mich gescheit auskenne darüber, damit ich weiß, was eigentlich abgeht. Ja, ja, und zur Vernetzung noch ein Punkt, der ganz spannend ist, ich habe das verglichen mit der Systemtheorie von Luhmann. Luhmann sagt, die Systeme bei uns in der Welt, also er teilt die Welt in Systeme, und die Systeme arbeiten so unabhängig voneinander, so extra. Ja? Er sagt, die Wirtschaft ist ein System, das Recht ist ein System, die Politik ist ein extra System. Und eigentlich können wir dann so eine Krise wie die Klimakrise, die so umfassend ist, wo man es gesehen hat, dass die jeden Bereich betrifft, ganz schwer lösen, wenn wir in diesen getrennten Systemen arbeiten, ja? Weil wir ja eigentlich alle zusammenarbeiten sollten und uns stärken sollten und gemeinsam arbeiten sollten. Das heißt, das ist schon ein soziales Problem auch irgendwie, weil wir das irgendwie nicht mehr gelernt haben. Ja? Und das müssen wir aber, um gegen die Klimakrise, um diese zu bewältigen sozusagen, soweit es noch geht. Deswegen ist Vernetzung einfach ein richtig, richtig wichtiger Punkt, wo wir einfach von anderen lernen können, unser Wissen weitergeben können. Genau. Das war es jetzt eigentlich von mir zu dem Thema. Ich hoffe, ihr konntet von uns allen ein bisschen was mitnehmen, für euch selbst auch, irgendwas Interessantes auch. Wir haben uns auf jeden Fall, wenn ich für uns alle sprechen darf, uns vier, total gefreut, dabei zu sein, das heute zu machen. Genau, die PowerPoint können wir dann auch schicken, weitersenden gerne. Und ja, wenn man mehr über uns wissen will, kann man auch auf, wir sind auf Facebook, auf Instagram unter Students for Future Graz und Fridays for Future Graz. Fridays for Future hat auch eine eigene Homepage. Da kann man sich auch die E-Mail-Adresse, kann man uns auch schreiben per Mail oder auf den sozialen Medien auch. Freuen wir uns gern drüber. Genau. Das war's von uns. Wenn noch Fragen sind, gerne in den Chat schreiben. Ja, ja, herzlichen Dank. Boah, die ist ganz schnell vergangen, die Stunde, muss ich sagen. Das ist so, und es ist schon fast wieder aus. Es sind so viele Infos gewesen. Und ein paar Fragen gibt es sicher. Ich würde vorschlagen, wenn ihr Fragen habt an die vier, dann kommt es in den Chat. Und wir haben schon eine Frage. Und zwar, oder ein Statement. Inwiefern wird das kontrovers diskutierte Konzept Voluntary Childlessness in euren Kreisen thematisiert? Also ich kenne das Konzept nicht, kannst du das, oder kennt ihr das, oder damit wir wissen, um was es geht. Also ich weiß nicht, was das Konzept ist, vielleicht erklärt ihr das dann auch noch. Valerie, magst du reden? Oder? Ja, voll, das kann ich ja nicht übernehmen. Also Voluntary Childlessness ist doch das, wenn man quasi sagt, oh, die Klimakrise ist so schlimm, ich mag keine Kinder kriegen. Nach dem Motto, es ist so schlimm, ich mag nicht Kinder kriegen, die dann das und da sie ja um einiges jünger sind wie ich, noch Schlimmeres erleben müssen, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass die Klimakrise in den nächsten 100 Jahren oder 150 Jahren oder so immer schlimmer wird, ne? Okay, verstehe. Okay, inwiefern wird das bei euch diskutiert in euren Kreisen oder thematisiert? Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wer mit wem redet.
Also in Graz zum Beispiel wäre mir das noch nicht aufgefallen, dass wir über sowas irgendwie reden. Und wir kennen uns jetzt doch verhältnismäßig gut. Auf jeden Fall, okay, ich weiß nicht, dann Cornelia. Aber zumindest, also dieses Thema von wegen, ich kriege kein Kind, weil das ist einerseits so schlimm. Mhm. Oder vielleicht sogar mit der Aussage, ein Kind zu kriegen, ist fürs Klima so schlimm. Das gibt es ja auch teilweise, vor allem vom rechten Rand irgendwie. Also in Graz selber ist das eigentlich gar kein Thema. National ist es, soweit ich mitgekriegt habe, auch kein Thema. Aber international ist es teilweise Thema. Und da fällt halt auf, also ich mache jetzt dann doch schon 2 Jahre internationale Vernetzung, so Weihnachten 2019 ungefähr habe ich angefangen. Und natürlich, wir arbeiten da halt in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen. Also ich mache zum Beispiel internationales Facebook und internationalen Newsletter. Aber wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern wir socializen auch. Ne? Also wir schauen uns mal einen Film an oder quatschen einfach irgendwie so. Ne? Es ist nicht nur Arbeit. So. Ja. Und da fällt halt auf, so, ne, wenn wir irgendwie schreiben, so, boah, jetzt habe ich ein Interview gehabt und dann sagt man vielleicht, welche Fragen man gehabt hat, dann fällt schon auf, dass manche Leute gewisse Fragen gestellt kriegen und andere nicht. Weil so Fragen wie, wirst du einmal Kinder kriegen, haben bisher nur nicht weiße Aktivistinnen von uns gestellt kriegt. Also mir ist noch nie die Frage gestellt worden in meinem Fridays-Aktivismus, werde ich mal Kinder kriegen oder nicht. Anderen europäischen Leuten ist es auch noch nie gestellt worden. Aber Leuten aus Indien oder Leuten aus den Philippinen ist diese Frage schon durchaus gestellt worden. Und da ist halt auch irgendwie fraglich, ob das nicht so ob die Leute, die diese Frage stellen, nicht irgendwie auch so grundsätzlichere Annahmen haben wie, oh, Indien hat so viele Einwohner, ist es wirklich so gescheit, wenn die noch mehr Kinder kriegen? Wobei man dann da vergisst, dass Menschen in Indien quasi einen so kleinen Fußabdruck haben, so, dass, also, wenn Leute in Marpa Kinder kriegen, dann ist das nicht das Problem fürs Klima. So, ne? Es ist kein Problem der Überbevölkerung, sondern es ist ein Problem quasi des Ressourcenverbrauchs und nicht nur des Ressourcenverbrauchs, sondern auch wer wie viele Ressourcen verbraucht. Hat das deine Frage beantwortet? Ich glaube schon. Jetzt muss ich mich vielleicht doch ganz kurz laut schalten. Ich weiß nicht, hört ihr mich? Ja. Weil das kommt auf keinen Fall aus der rechten und rassistischen Ecke. Also der Ökofeminismus hat einen ganz anderen Hintergrund und das war mir jetzt schon wichtig dazu zu sagen, weil so möchte ich das, glaube ich, echt nicht stehen lassen, jetzt auch nicht, weil es von mir kommt sozusagen, die Frage. Und ich glaube, dass da wirklich ganz interessante Ansätze gibt, die vor allen Dingen nämlich sagen, dass der sozusagen Fußabdruck ja von Kindern in Europa, in Nordamerika viel, viel größer ist, also wirklich eher in diese Richtung. Und da auch keine Nomenklatur von, es ist so schlimm, Kinder in diese Welt zu setzen kommt, sondern wirklich aus einer überlegten, wie gesagt, kann schon sein, dass die Thematisierung aus den rechten Lagern kommt, das kann ich nicht nachvollziehen, das weiß ich nicht. Aber ich denke mir, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ich wirklich nur die Verena Brunschweiger empfehlen kann, ist vielleicht auch bekannt, die einfach schon 2 Bücher drüber geschrieben hat und da finde ich eine recht gute Sammlung macht und im US-amerikanischen, aber auch im britischen Raum wie immer viel weiter vorne sozusagen, was diese Diskussion betrifft. Genau. Danke. Ja, auch dir danke, weil so kenne ich das Thema eigentlich noch gar nicht. Und so würde das Thema auch irgendwie quasi mehr am tatsächlichen Problem ansetzen irgendwie. Weil ich kenne das Thema halt vor allem so nach dem Motto, wenn jetzt irgendwie in Afrika mehr Kinder geboren werden, dann ist das ja so schlimm. Aber ganz Afrika, der ganze Kontinent Afrika mit seinen 54 Ländern macht nur 3% der globalen Treibhausgasemissionen aus. So, ne?
Also, ne. Aber voll cool, dass du das Thema vorgestellt hast. Finde ich voll spannend und interessant. Lisa, wolltest du noch was dazu sagen, weil du vorher so Handzeichen, oder ist das für dich auch jetzt schon? Na, die Wahrheit ist, glaube ich, gut gesagt, wir haben es nur kurz einmal thematisiert, auch gehabt bei uns, bei den Students, kann ich mich erinnern, weil da auch eine Person sagt, sie wird auf jeden Fall keine Kinder kriegen wollen in dieser Welt. Und wir haben dann eigentlich diese Debatte geführt, darüber auch, dass eigentlich das Vermögen falsch verteilt ist und so weiter und dass es auch nicht abhängig ist, wenn in Afrika viele Kinder sind. Also wir sind auch in diese Richtung gegangen und deswegen, ja, wie die Valerie das eh schon eigentlich ziemlich erläutert hat. Alles klar. Ja, die Lara hat auch geschrieben, also ihr habt das eher im Chat, in ihrem Freundeskreis wird da darüber diskutiert und sie ist also Mitte 20. Ich habe eine Frage, und zwar, wie viele Mitglieder gibt es denn eigentlich so bei Fridays for Future? Gibt es da Zahlen? Das würde mich interessieren, österreichweit oder international dann. Gibt es da sowas? Das ist schwer zu sagen. Also in Graz ist es am leichtesten, weil wir kennen uns. Mhm. So in Graz sind es so, weiß nicht, 10 bis 15, mal mehr, mal weniger. Mhm. National dürften es vielleicht. Es ist halt auch immer schwer zu sagen, ab wann ist jemand dabei, so, weil es kann sein, dass jemand in einer Arbeitsgruppe ist und irgendwie alle 3 Wochen auftaucht und es kann sein, dass jemand in 4 AGs aktiv ist und gefühlt in jedem Treffen dabei ist. National würde ich schätzen vielleicht so 300, 400, okay. So irgendwie, wo Wien definitiv die größte Gruppe ist. Und international würde ich, boah, das ist voll schwer zu schätzen. Also Wien ist sicher weltweit eine der größten lokalen Gruppen. Und die haben so 100 aktive Leute. Also würde ich schätzen, sind es weltweit vielleicht 10.000, 15.000, die jetzt wirklich aktiv sind. Ja. Weil es gibt halt irgendwie Gruppen, die bestehen. Also ich habe zum Beispiel gewusst, im Libanon gibt es eine Fridays-Gruppe, das sind 4 Leute im ganzen Libanon. Und dann gibt es irgendwie Deutschland, was 400 Ortsgruppen hat und irgendwie 20.000 Leute oder so hat. Oder, ne? Also das ist so sehr unterschiedlich, je nach Land. Danke, weil das hat mich echt interessiert. Und ich habe gesagt, es gibt Parents for Future, es gibt Teacher for Future, das habe ich alles nicht gewusst, gell? Ehrlich. Gibt es auch Senioren for Future noch oder nicht? Gibt es das auch? Ja, es gibt Grandparents for Future, heißen die. Okay, also sie sind auch dabei, weil man gedacht, das muss ich auch nachfragen, weil ja, was mich interessiert. Gell? Ja, da gibt es auch. Okay. Und die Omas gegen rechts gibt es auch. Ja, die kenne ich. Gell? Aber ja. Also, ich habe nicht einmal Parents for Futures kennt, muss ich sagen. Deswegen war es so, okay, was gibt es da noch? Ja, gibt es Fragen von euch, von eurer Seite? Dann schreibt es bitte in den Chat oder macht euer Mikro an und fragt die 4. Ganz, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist jetzt 10 eigentlich. Also wir gehen jetzt schon in die Verlängerung. Wenn Sie noch Fragen, Statements und so weiter habt, dann bitte rein in den Chat. Ansonsten muss ich sagen, ja, es gibt echt viel zu tun eigentlich. Und jetzt kommt doch eine. Also nochmal danke für das interessante und trotzdem immer wieder deprimierende Thema. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, wie gesagt, wir können einfach nur was tun, wir müssen aktiv werden. Und ihr in der sozialen Arbeit solltet auch aktiv werden. Sei es so, wie es die Lisa uns jetzt gesagt hat, mit diesen Punkten vernetzen. Und wie es der Peter gesagt hat, oder wie es, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat am Anfang, aber Wandel fängt mit Bildung an. Das finde ich echt cool eigentlich, das stimmt. Ja. Und ja, einfach sich selbst weiterbilden, ja, und dann auch das weitergeben und vielleicht dann auch aktiv werden als Grandmother oder Father oder Parent oder Student oder ganz egal, ja. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, auch ganz wichtig. Es verabschieden sich schon viele. Danke für die Infos und die Denkanregungen. Ja, und danke, dass ihr auch dabei wart. Danke, Cornelia, auch für dein Statement. Und ja, die Leute
verabschieden sich. Ich sage auch danke an euch vier nochmal. Es war eine coole Stunde. Ich mache mal jetzt die Aufzeichnung, werde ich jetzt stoppen und dann können wir noch nachtratschen. Herzlichen Dank nochmal für diese informative, tolle Fridays-Stunde mit euch. Leider ist heute nicht Freitag gewesen, aber danke. Ja.